Hallo, ich bin Tim Saathoff. Ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Applied Sensor Applications in Assen. Ja, ich war fertig mit meinem Abitur und ich wusste nicht wirklich, was ich in Zukunft machen sollte. Und dann bin ich an einem Tag der offenen Tür hier gelandet und habe mir mal die naturwissenschaftlichen Studiengänge angeguckt und bin dann über Sensor Application oder Sensor Technology gestolpert. Und da war viel drin, was ich haben wollte. Ich wollte gerne irgendwas Naturwissenschaftliches machen, was das definitiv ist. Und ich wollte auf Englisch studieren, was ja, mir jetzt auch geboten wird. Und dann habe ich mich eingeschrieben und wurde angenommen. Man lernt alles, was man von Sensorik, Elektrotechnik und Robotertechnik wissen muss. Man lernt verschiedene Programmiersprachen von LabVIEW zu Java zu C++. Und man lernt die Anwendung von ja, elektrischen Circuits und wie die funktionieren. Es gibt sehr viele Praxisanteile. In jedem Thema hat man mindestens ein Hauptprojekt und währenddessen wird einem auch beigebracht, wie die Theorie in der Praxis läuft. Und die Hauptprojekte, ja, müssen immer jedes Thema in einer kleinen Gruppe fertiggestellt werden. Und da hat man ganz viele verschiedene Bereiche. Zum Beispiel haben wir letztes Thema ein Elektrokardiogramm gebaut. Da mussten wir unsere eigene Schematik aufbauen mit den elektrischen Teilen dazu. Und dann hat man den Herzschlag gesehen, wie man im Krankenhaus die auch sieht. Wir haben unser eigenes Gebäude in Assen, teilen es mit einer Hochschule für Krankenschwestern. Und ja, wir kommen zur Schule, haben am Anfang des Themas immer viele Lektüren. Da haben wir extra Bereiche für Lektüren und dann im dritten Obergeschoss haben wir einen Computerraum und alle Teile, die man braucht, um seine eigenen Diagramme aufzubauen, seine eigenen Circuits. Und ja, zum Ende des Themas müssen wir dort immer viel arbeiten, um unsere Projekte zum Laufen zu kriegen. Das Studium an der Hanse gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Es hat alles, was ich haben wollte. Ich wollte gern etwas Naturwissenschaftliches studieren. Das habe ich jetzt mit allen Naturwissenschaften drin. Und ich wollte gern auf Englisch studieren. Das war mein Hauptgrund. Und ja, es ist auf Englisch. Und die ganzen Leute sind nett. Wir haben ein super harmonisches Feld dort. Kaum Streit mit anderen. Und ja, gefällt mir sehr gut. Und der größte Nachteil sind die Studiengebühren, die in Holland anfallen. Die sind in Deutschland komplett abgeschafft. Da braucht man nichts mehr bezahlen, wenn man studieren möchte. Allerdings haben wir auch sehr gutes Equipment in unserer Schule, was man über die Studiengebühren sehen kann. Wir haben einen 3D-Printer und einen Lasercutter, über die wir frei verfügen können. Und wir haben auch, ich weiß nicht, ob das vielen was erzählt, ist ein PCE-Printer. Das heißt, man kann seine eigene Schematik gut halt ausdrucken und dann aufbauen. Und ja, wir sind eine sehr internationale Schule. Wir haben ja fast jede Kultur. Wir haben Asiaten, wir haben welche aus Afrika, wir haben welche aus Südamerika. Das heißt, wir sind sehr international und arbeiten auch damit. Ich plane nicht so gerne für die Zukunft, weil es immer Möglichkeiten gibt, die spontan auftreten, die man dann in dem Moment greifen muss. Allerdings ist mein Plan so, die nächsten 1,5 Jahre noch in meiner Schule zu verbringen, dann das letzte Jahr mein Minor und mein Graduation-Projekt irgendwo vielleicht im Ausland zu machen. Wir haben immer die Möglichkeit. Meine Schule hat eine klare Verbindung mit Brasilien auf jeden Fall, oder ich kenne jemanden, der ist jetzt in Polen und macht da dort seinen Minor. Und ja, ich hoffe, ich werde erstmal meinen Bachelor schaffen und dann würde ich gern, entweder würde ich dann einen Master machen oder erstmal in einer Firma arbeiten und versuchen, ein bisschen Praxiserfahrung noch ein bisschen mehr zu kriegen. Ja, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Ja, danke auch.